Don Diamond, Württemberger Prämienhengst, sechsjährig von Diamond Hit aus der Crazy Horse von Carolus Wenzel I. Zunächst sehen wir auch diesen Multi-Champion mit seinem gewaltigen Auftritt in der Hans-Martin-Schleier-Halle in Stuttgart 2009. Paukenschlag begann die Beschälerlaufbahn des Don Diamond. Bei den Süddeutschen Hengsttagen im Januar 2007 wurde er zum gefeierten Siegerhengst gekürt. Der FN-Ausbildungsleiter Christoph Hess kommentierte damals: "Für mich ist es der bedeutendste Hengst, den ich in den letzten Jahren in München erlebt habe." Weitere Highlights in der Karriere des Don Diamond sollten folgen. Mit sensationellen Noten gewann er seinen 30-Tage-Test in Neustadt-Dosse mit einer dressurbetonten Endnote von 9,36. Don Diamond war überragender Landeschampion 2008, süddeutscher Champion 2008 und 2009 und als Höhepunkt Vize-Bundeschampion 2008. Im vergangenen Jahr gewann er außerdem das schwarz-goldene Band in Tübingen und war wieder erfolgreicher Teilnehmer beim Bundeschampionat. Don Diamond stammt ab vom Grand Prix erfolgreichen Diamond Hit, der zu den absoluten Top-Vererbern zählt. Seine Mutter führt bestes Holsteiner und Hannoveraner Blut. Aus dem Stamm der Großmutter kommen mehrere S-Dressur erfolgreiche Pferde. Über Ramino und Roman führt er zweimal das bedeutende Blut des Ramses. Egal, wo diese beiden auftreten, sie ziehen in ihren Bann. Don Diamond und Nicole Kasper bei der großen Hengstvorstellung in Vechta. Ganz gut repetierendes Hinterbein, kommt schnell genug vom Boden, immer unter den Schwerpunkt.